und wir wollen schauen auf die politischen Gespräche, auf die diversen Forderungen, die auf dem Tisch liegen und vor allem den Umgang mit der Tat in Solingen. Hans-Ulrich Jörges ist bei uns Kolumnist. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Hans-Ulrich. Ja, nun ist das ja wieder eine wilde Gemengelage. Man muss es fast sagen, wie nach jedem solcher Taten haben wir viele Forderungen, aber so richtig nach politischer Einigkeit sieht das nicht aus. Wie schaust du auf die Debatte? Nee, und danach wird auch nichts passieren. Ich finde, man muss politisch völlig neu denken. Jetzt. Ich finde, wir müssen das Asylrecht aus dem Grundgesetz streichen und durch ein modernes, neues Asylgesetz ersetzen. Das Asylrecht in der Verfassung ist völlig widersinnig, auch schädlich, dass jeder, der an die deutsche Grenze kommt und Asyl sagt, eingelassen werden muss, ist ein unhaltbarer Zustand. Als das Asylrecht 1949 ins Grundgesetz kam, haben die Schöpfer gedacht, das sind pro Jahr vielleicht ein paar hundert Leute, die aus faschistischen oder kommunistischen Systemen kommen und dann wirklich echt verfolgte Leute sind. Und heute ist es ein Einfallstor für Wirtschaftsflüchtlinge in unser Sozialsystem. Jeder kann ja von sich behaupten, er sei politisch verfolgt. Und selbst diejenigen, die es sind, zum Teil sind es ja Islamisten. In Syrien werden ja Islamisten verfolgt vom Assad-Regime. Die haben ja in großen islamistischen Gruppen gegen Assad gekämpft, sind skandalöserweise von den Amerikanern bewaffnet worden. Die darf man schon mal gar nicht einlassen. Aber selbst wenn so einer an der Grenze steht und Asyl sagt, wird er eingelassen. Ein IS-Mensch wird eingelassen. So, und ein neues Asylgesetz stelle ich mir so vor, dass es die Gründe für Asyl konkreter beschreibt. Und auch den Bundestag ermächtigt, eine jährliche Quote aufzustellen. Wir müssen nicht jeden nehmen, der aus der Welt kommt und zu uns will, aus irgendeinem Krieg oder Bürgerkrieg. Müssen wir nicht. Es gibt viele Länder, die Asyl gewähren können. Und ich finde, der Bundestag muss eine Grenze setzen von, sagen wir mal, 20.000 oder 50.000 pro Jahr. Und wenn die ausgeschöpft ist, bekommt niemand mehr Asyl in Deutschland. Wir müssen aufpassen, dass unser politisches System, unser Sozialsystem nicht zerbricht unter diesem Druck und diesen Diskussionen, den fruchtlosen Diskussionen. Und wir am Ende selbst von Faschisten regiert sind, widersinnigerweise. Also es muss etwas grundlegend passieren. Wir müssen uns diejenigen, die bei uns Asyl bekommen, auch aussuchen können. Nicht jeder hat Anspruch drauf. Wir müssen sie uns aussuchen. Aber die aktuellen Diskussionen zeigen, dass deine Forderung überhaupt nicht umsetzbar ist zurzeit. Wir brauchen für eine Grundgesetzänderung 2/3 Mehrheit. Und ja, die SPD, die Grünen, die Linken, die werden da auf keinen Fall mitmachen. Das ist das Problem. Also wir werden weiterhin jahrelang genau mit diesem Zustand leben. Das kann uns Zumal deine Forderung geht ja weit über das hinaus, was selbst der CDU fordert. Ja, weil das natürlich ein Tabu ist, über das Thema zu reden. Das ist ja eine historische Errungenschaft unserer Nachfaschismuszeit. Da ist es ja entstanden, aber es ist unter ganz anderen Bedingungen entstanden, mit einem ganz anderen Ziel und Zweck. Und es schadet Deutschland. Wir wollen ja nicht aufhören, Asyl zu gewähren. Da bin ich überhaupt nicht dafür, aber innerhalb der Grenzen, die dieses Land verkraften kann. Und vor allem nicht ein Einfallstor schaffen für Leute, die gar kein Asyl suchen in Wahrheit, sondern die zu uns kommen wollen aus ganz verschiedenen Gründen. Das heißt, und die Mörder von Solingen und anderswo, die wollen wir schon gar nicht einlassen. Mhm.